So, bei uns geht es jetzt weiter mit einem kleinen Einspieler. Den hat der Micha Röder für uns aufgenommen. Er betreibt mit anderen gemeinsam das Blog The Intelligence, zusammengeschrieben.de. Und die haben dort einen ganzen Fragenkatalog mit elementaren Fragen zur Bankenrettung, aber auch zu anderen Themen erstellt. Und den haben sie dann an führende Politgrößen hier und in Österreich weitergeleitet. Hier die Reaktion darauf. Zusammen mit dem Ottmar Plegetter haben wir von The Intelligence uns erlaubt, elementare Fragen an die Politik zur Finanzkrise und Demokratie zu formulieren und diese an die Bundespräsidenten, Bundeskanzler und die jeweiligen Parteivorsitzenden in Deutschland und Österreich zu versenden. Das Ganze war ein Katalog mit 6 Fragenkomplexen, deren ehrliche Beantwortung aus der Sicht eines jeden mitdenkenden Menschen essentiell notwendig ist, um die Sache Krise einen Schritt weiterzubringen. Das Ganze ging am 12. September nachmittags, war ein Sonntag, in einem persönlichen Anschreiben mit der Bitte um Beantwortung bis zum 30. September per E-Mail an die jeweiligen Damen und Herren raus. Und wir haben am 13., den darauf folgenden Montag, auf die Intelligence die Fragen veröffentlicht, um die Aktion auch zu dokumentieren. Die Mails gingen im Einzelnen, ich lese das ganz kurz hier mal ab, an den Bundespräsidenten Joachim Gauck, ist klar, die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel, den Horst Seehofer von der CSU, den Philipp Rösler von der FDP, von der SPD hat es der Sigmar Gabriel bekommen, bei den Grünen war es Cem Özdemir und die Petra Roth, bei den Linken die Katja Kipping und den Bernd Rixinger und bei den Piraten wurde Bernd Schlömer angeschrieben. In Österreich ging es an den Bundespräsidenten Heinz Fischer, den SPÖ-Vorsitzenden und Bundeskanzler Werner Faymann, den Josef Bucher von der BZÖ. Bei den Grünen war es die Dr. Eva Galwischnik und der ÖVP-Vorsitzende und Vizekanzler Michael Spindelegger hat auch eine Mail von uns gekriegt. Jetzt war natürlich spannend für uns, wer reagiert, wie wird reagiert und vor allem auch wann wird reagiert. Das Ganze Aktion lief über knapp 3 Wochen, das heißt, wir hatten also ausreichend Zeit, darüber nachzudenken, was sie uns schreiben möchten. Ich sage einfach mal, wer nicht reagiert hat. Das waren auf deutscher Seite der Bundespräsident Gauck und die Frau Merkel. Das war eigentlich von unserer Seite aus auch zu erwarten. Was wir nicht erwartet haben, dass keine Reaktion von den Grünen kam, beziehungsweise auch nicht von den Linken, mit einer Ausnahme. Die Katja Kipping hat noch in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Absage schicken lassen von ihrer PR-Referentin mit einem Link zur Homepage, da könnten wir uns ja gerne informieren. Sie hatte aus Urlaubs- und anderen Gründen keine Zeit. Reagiert haben der Sigmar Gabriel, auch da nur die Pressereferentin, die hat ebenfalls abgesagt, allerdings 2 Links zu 2 Dokumenten auf der SPD-Homepage geschickt. Und der Philipp Rösler konnte wegen Terminen nicht antworten, ebenso wie der Horst Seehofer, der wörtlich schreiben hat lassen, auch von einem PR-Referenten, steht für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung mit freundlichen Grüßen. Also sehr aussagekräftig. Bei den Nachbarn aus Österreich hat der Bundespräsident ebenfalls nicht reagiert, genauso wie die Grünen und die BZÖ. Einen einseitigen Brief mit mehrfacher persönlicher Anrede, den ich erhalten habe vom SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann oder beziehungsweise seinem Pressesprecher, der mir sehr viel Dank ausgesprochen hat für die Fragen, für das Schreiben, dass wir uns dafür interessieren, allerdings nicht darauf eingegangen ist. Und dann kam eine, und das ist eigentlich die große Ausnahme gewesen, dreiseitige Antwort vom ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger, der wirklich sehr ausführlich auf die Fragen geantwortet hat. Und was dabei rauskam, beziehungsweise was er geantwortet hat, hat der Ottmar Plegetter dann auch entsprechend analysiert und wird es uns gleich erklären. Gut, dann kommen wir jetzt also zu dem Fragenkatalog selber. Da ging es vor allen Dingen um die Bankenrettung, also um Rettungsschirme, die uns mittlerweile 4,5 Billionen Euro gekostet haben dürften. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Jeder der 500 Millionen EU-Bürger steht deshalb jetzt mit 9.000 Euro in der Kreide. Ich habe es mir nochmal nachgerechnet, ich konnte es nicht glauben. 4,5 mal 10 hoch 12 durch 500 Millionen gibt 9.000. Ja, wunderbar, dachte ich mir, dann ist doch alles gut. Dann gehören jetzt die Banken uns, dem Volk, oder? Brigitta. Ja, es müsste eigentlich so sein, ist es aber natürlich nicht, weil halt ganz einfach die Politik Haftungen und Vorschüsse gegeben hat auf zukünftige Steuereinnahmen, ohne natürlich eine Gegenleistung zu verlangen. Und das wäre, wie Sie richtig sagen, ganz einfach das Eigentum an dem, was wir also hier unterstützen, also der Steuerzahler, mit diesen 4.500 Milliarden zu verlangen. Das hat die Politik verabsäumt.
Das, was die Politik gemacht hat, natürlich auch zum Schaden des Volkes, ist, dass die Bad Banks, also jene Banken, die sonst bankrott gegangen wären, ich denke an Deutschland Hypo Real Estate und in Österreich an die Kommunalkredit und an die Volksbanken und an die Hypo Kärnten, die wurden natürlich dem Staat umgehängt, die er weiter stützen darf. Das ist das Ergebnis dieser Politik. Okay. Ja. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, warum die Politik sich den Finanzmärkten so dermaßen diensteifrig zu Füßen wirft, regelrecht. Denn im Grunde genommen können wir dann unsere Steuern gleich direkt an die Bank überweisen. Ich meine, wozu sollen wir den Umweg über das Finanzamt gehen? Das landet ohnehin alles bei der Deutschen Bank, dann können wir denen das auch gleich überweisen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, müssten unsere Volksvertreter das? Müssen sie nicht. Die haben sogar das Privileg, selber Geld zu schöpfen. Die haben das Privileg, Gesetze zu erlassen. Die könnten Gesetz erlassen, das das verbietet, könnten die Banker festnehmen lassen, anklagen und einsperren. Aber stattdessen werfen sie sich auf den Boden, sobald ein Banker auch nur am Horizont auftaucht. Und ich wüsste jetzt gerne von Ihnen, Herr Preger, da woher kommt das? Naja, es ist meines Erachtens eine Entwicklung. Ich habe zuvor gesagt, dass ich schreibe ein neues Buch, wo das ein wesentlicher Teil sein wird, dass natürlich dieser Finanzterror, der aus dem Neoliberalismus meines Erachtens kommt, weltweit so um sich gegriffen hat, dass die Akteure auf der politischen Seite sich dem unterordnen. Beispiele, die Ausnahmen haben wir genannt, Island, Argentinien, sicherlich auch noch Venezuela, und das sind also genau jene Länder, die in der öffentlichen Meinung, also derartig hinuntergeschrieben werden, dass höher nicht mehr geht. Es ist eine Verquickung, es ist eine, wenn Sie nur hernehmen, woher das kommt, denke ich an zwei Positionen. Das ist der EZB-Chef Draghi, der selbst aus einer Investmentbank aus Goldman Sachs kommt, und der nicht gewählte Regierungschef von Italien, den man einfach eingesetzt hat. Und diese bilden also die wesentlichen Akteure, also die Troika, auch der IWF ist ja niemand gewählt. Auch ich sage mal, die EU-Kommission ist ja nicht gewählt vom Volk. Die Politik liefert sich also solchen Machtblöcken aus, die ganz einfach das Diktat vorschreiben. Und natürlich müsste man das nicht machen. Natürlich haben Sie völlig recht, wie Island zeigt. Also wie gesagt, Island ist ja genau also jenes Beispiel, das wir umsetzen müssten als Bevölkerung, das wir fordern müssten, und zwar in jedem Landtag, in jedem Bezirk, und ordentlich Druck machen müssten gegenüber einer Politik, die sie ganz einfach ausliefert. Die Gründe liegen vielleicht auch darin, pardon, bin noch ein bisschen verschnupft, dass, wie gesagt, die Politiker halt die Zusammenhänge nicht verstehen, oder jene, die, sag einmal, vielleicht doch Einblick haben, nicht verstehen wollen und ganz einfach verkorrumpiert sind. Das sieht man in Brüssel. Da gibt es einen tollen Film, also den kann ich nur jedem empfehlen, wenn Sie den irgendwo sehen, The Brussels Business, wo also die Verquickung des Lobbyismus, also der Industrie, der Banken und der Politik derartig hervorgehoben wird, dass dort keine Lösungen zu erwarten sind. Also ich denke daran, dass in den letzten 3 bis 4 Jahren, was hat man im Jahr 2008, 2009 nicht alles versprochen von einer Bankenaufsicht, von einer EU-Ratingagentur, von einem Eindämmen, also der Niederlassungsfreiheit der Hedgefonds und so weiter, und passiert ist eigentlich gar nichts. Also in den 44, 45 Gipfeln hat man vielleicht heiße Würstchen gegessen und einen kleinen Schwarzen getrunken, aber ich sage, umgesetzt davon ist, das ist marginal. Und wenn ich denke an einen österreichischen Parlamentarier, der also dort, der jetzt ansteht vor einer Anklage wegen Korruption, gibt es ja, und das sicherlich nur den Spitzen des Eisbergs darstellt, dann ist natürlich die Korruption so weit greifend, dass ganz einfach die Politik längst diesen Finanzakteuren ausgeliefert hat. Diejenigen, die es nicht verstehen, sieht man im deutschen Fernsehen in Sendungen ganz gut. Ich kann mich erinnern an eine Sendung vom Format Panorama, wo sie damals beim EVSF gefragt haben, vom Deutschen Bundestag, ich glaube 8 oder 10 Mandatare, ob sie sagen könnten, um welchen Betrag es geht, wenn sie heute abstimmen. Also das war der Tag der Abstimmung. Und von den 8 haben es 7 nicht gewusst, und das waren ungefähr um die 217 Milliarden. Also das heißt, wir haben es auch viele Akteure in den Parlamenten zu tun, die Gesetze nicht verstehen, sich nicht interessieren und ganz einfach dann natürlich über den Fraktionszwang
sogar mit der Abstimmungsmaschinerie unterworfen sind und alles geht natürlich zulasten des Volkes und am Volk vorbei. Nun fällt ja auch auf, es fällt wirklich auf, dass seit Beginn der Bankenkrise nun eine katastrophale Fehlentscheidung die nächste jagt. Und diese Fehlentscheidungen, die führen, wie im Falle Griechenland, zu schlimmsten sozialen Verwerfungen. Und eigentlich muss auch allen Beteiligten klar sein, dass wir auf eine Klippe zusteuern. Es wird ja auch ständig gewarnt, Kurs ändern, aber die halten stur auf den Abgrund zu. Und da stellt sich mir die Frage, wollen die vielleicht ganz bewusst Europa gegen die Wand fahren? Das, was ich vermute, ist so, ich sage mal, ein Rollenspiel. Wenn ich daran denke, also der IWF, die Weltbank, ja, jene, die also das Finanzkapital weltweit vertreten und auch jene, die vielleicht im Hintergrund sind, als große, wirklich reiche Personen oder der Geldadel, wie man so schön sagt. Ja. Also die haben nur im Sinne, dass sie ihr Vermögen schützen auf Kosten aller anderen. Ein anderes Ziel ist da nicht ersichtlich. Und da spielt also die Demokratie keine Rolle. Ich komme nochmals zurück auf das Geldsystem. Also man muss das Geldsystem verstehen, um auch die Macht zu verstehen. Es gibt einen tollen Film, den würde ich auch allen empfehlen, sich anzusehen. Der heißt The International. Ist von Tom Tykwer, also mit Naomi Watts und Clive Owen. Und der beschreibt, also wie eine Bank Waffen kauft und diese Waffen halt dann also als machtpolitisch einsetzt. Und da ist die entscheidende Frage, wo man dann sagt, na, wieso kaufen Sie Waffen? Also mit Waffen kann man ja keine Konflikte lösen. Und dann sagt also der Bankchef, es geht ja nicht um die Konflikte, die sind ja völlig uninteressant. Das Einzige, was zählt, sind die Schulden. Und wenn Sie einen Staat verschuldet haben, dann haben Sie die Macht. Und das ist das Geschäft der Banken. Und das ist das Geschäft des Geldsystems. Und wenn man das nicht durchblickt, oder ich sage mal, kein Rückgrat hat als Politiker, und da soll es ja mehrere geben, nur auf sein eigenes Gehalt schaut oder vielleicht auf seine Vortragstätigkeit, um da ein bisschen mitschneiden zu können, oder auf seine Pension und sagt, na, hinter mir die Sündflut, jetzt stimme ich zu, was weiß ich, was in 15 Jahren ist, na, dann kommt die Politik heraus, die wir jetzt haben. Es gibt ja ganz, ganz wenige, die dagegen auftreten, die Zivilcourage haben. Und wenn Sie hernehmen, es gibt ja in Deutschland also einige Geldsystemkritiker, auch in Österreich, die also da durch die Lande touren und versuchen, Aufklärung zu bringen, aber die werden natürlich von den Massenmedien und Printmedien einfach totgeschwiegen. Also die Staaten, die haben sich ja von ihren eigenen Pleitebanken eben genau das Geld geliehen, mit dem sie anschließend die Schulden der Banken bezahlt haben. Wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen, Jo, ich bin pleite, leih mir mal 20 Milliarden Euro, dann müsste ich ganz ehrlich antworten, tut mir leid, Herr Pregeder, ich bin auch pleite, ich habe das nicht, ich kann Ihnen das nicht leihen, aber bei den Banken, da geht das komischerweise doch. Aus welchem Grund denn? Naja, es gibt, ich glaube, anfangs eh gesagt, also, dass die Zentralbank so als letzte Instanz das Geld aus dem Nichts unendlich schöpfen kann. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie das funktioniert, also das berühmte EZB-Geldringelspiel. Die EZB hat vor circa 6 Monaten den Geschäftsbanken 1.000 Milliarden zur Verfügung gestellt um 0,75%. Jetzt nimmt sich irgendeine so eine Kreisbank von mir aus in Hamburg, sagen wir 50 Millionen auf, kauft um die 50 Millionen Griechenland-Anleihen. Die sind zu 6% verzinst, also das heißt, sie haben eine Zinsdifferenz von 5,25%. Und wenn die halt in 2 Jahren zurückzuzahlen sind, hat mit dem Geld aus dem Nichts die Hamburger Kreisbank 5,25% davon den Betrag verdient. Und das ist dieses Geldringelspiel, also das von den die EZB, die Zentralbanken schleusen das Geld zu den Geschäftsbanken, die kaufen dann halt irgendwelche Papieren oder Staatsschulden. Dann entsteht der Druck der Geschäftsbanken auf die Politik, dass natürlich die Staatsschulden alle gesichert sein müssen, damit natürlich die Gewinne der Banken gesichert sind und somit das Einkommen der Bankeigentümer. Und wer dann letztendlich die Zeche zahlt, das ist natürlich der Steuerzahler. Und jetzt stellt sich natürlich die machtpolitische Frage, na, wenn eh schon die Zentralbank, in dem Fall natürlich die EZB, die halt jetzt sehr stark ist und 17 Staaten unter der Knute hat, wenn eh schon die Zentralbank, die ja eigentlich dem Staat, also uns allen gehört, das Geld erzeugt, na, dann erzeugen wir das Geld ohne die Geschäftsbanken, erzeugen uns das Geld selbst. Und wenn wir das Geld selbst erzeugen können, na, an wen sollen wir dann noch Zinsen zahlen?
Und dann braucht sich der Staat natürlich auch nicht verschulden, wenn er das Geld selbst erzeugt. Ob das jetzt im Finanzministerium passiert, also früher hat es ja da die Bemühung gegeben von John F. Kennedy, eben der Federal Reserve das Geldmonopol zu entziehen. Also entweder kann das Finanzministerium das erzeugen oder eben wir bleiben bei der Zentralbank, aber dann brauche ich keine Geschäftsbanken, die daran an den Zinsen verdienen. Das wird aber nicht lange überlebt. Das fatale Geldsystem, wo eben das Geld durchmarschiert und die Zinsen halt dazwischen, so wie bei einem Handelsbetrieb hängen bleiben und zahlen tut natürlich zum Schluss immer der Steuerzahler. Also im Grunde genommen, ja, können wir sagen, das wird wohl nicht passieren. Ich meine, der Staat, der könnte natürlich Geld selber drucken, das den Banken verleihen, aber das tut er definitiv nicht. Ja gut, dann überlegen wir doch mal weiter. Wenn die Banken also aus dem Nichts Geld erfinden können, so viel sie wollen, Milliarden über Milliarden, dann könnten wir ja eigentlich alle prima davon leben. Dann hätten wir alle ein ordentliches Grundeinkommen, Mindestlöhne, wir könnten uns sogar Steuerfreiheit leisten. Wir müssten keine Steuern zahlen, wenn wir irgendwo ein Krankenhaus, Schulen, Straßen brauchen. Dann gehen wir zur Bank, die schöpft Geld aus dem Nichts und damit bezahlen wir das, oder? Naja, die klassische Frage, ich habe da ein tolles Plakat gesehen von Occupy Wall Street. Ne? Das heißt also, when the banks can print money out of nothing, why should we pay taxes? Also völlig richtig. Also wenn das Geld erfunden wird, was ja der Fall ist, nämlich zuvor als Kredit verliehen wird, wieso soll man überhaupt Steuern zahlen? Also ich habe schon zuvor mal gesagt, Geld ist nicht knapp. Es wird nur knapp gemacht und knapp gemacht wird es eben über die Verschuldung und die Verschuldung über die Geschäftsbanken ist das Machtinstrument des 20. Jahrhunderts. Ich brauche keine Armeen mehr, ich brauche also keine Eurofighter, ich brauche also keine Sturmgewehre, sondern die Banken haben die Macht über die Schulden, über die Menschen. Und dass die also diese Macht ausüben, sieht man, wie Sie zuvor erwähnt haben, dass natürlich die Politik sich diesen Machtinstrumenten und Personen einfach unter Anführungszeichen freiwillig ausliefert. Das heißt, sie spielen halt mit, ob sie jetzt die Hintergründe genau kennen oder nicht. Sie gönnen sich ein schönes Leben, sie haben die höchsten Pensionen, sie machen sich ihre eigenen Lohnerhöhungen im Parlament selber. Die sind also hier so verwoben, das ist auch das, was der Colin Crouch meinte, dass der Neoliberalismus, das befremdliche Überleben so festgesetzt ist, wie man an der Position des Herrn Draghi und des Herrn Monti kennt. Also das heißt, die Finanzakteure sitzen auf den Regierungsbänken. Und deswegen kann wahrscheinlich so wie in Island nur eine Neuaufsetzung der Demokratie und ein besseres Leben für die Menschen nur durch die Bevölkerung selber kommen, indem sie demonstrieren, indem sie ganz einfach die Regierung hinausschmeißen, so wie das Argentinien gemacht hat und so wie das Island gemacht hat. Ich sehe auch also keine andere friedliche Lösung, wie Sie selbst zuvor auch angewendet haben, den Deutschen und Österreicher geht es noch viel zu gut. Jeder ist froh, wenn er sein Bier trinkt, sein halbes Händel isst und so lange wird es sich wahrscheinlich nicht ändern. Na gut, dann nehmen wir eben immer weiter Schulden auf. Und wenn schon, ich meine, es gibt genug Zahlen. Wir nehmen Schulden auf, bezahlen unsere alten Schulden und den Überschuss, den geben wir aus. Das heißt, die Zahl, die Schuldenzahl, die kann 10 stellen, die kann 100 stellen, die kann auch 1000 Stellen haben. Das ist mir ja eigentlich ziemlich egal, solange ich immer Brot auf dem Teller habe, oder? Na, irgendwann einmal funktioniert es natürlich nicht mehr, weil die Schulden, das muss man auch so sehen, natürlich ein Machtinstrument sind und in der 300-jährigen Geschichte des Geldsystems wurden die Schulden noch nie bezahlt. Also immer wenn ein Politiker sagt, wir brauchen ein ausgeglichenes Budget, ist ja das ein derartig hanebüchener Unsinn, denn wenn Sie in einer Rezession Schulden zurückbezahlen, also in dem Fall der Staat könnte das schon, indem er, ich sage mal, hohe Vermögensteuern zum Beispiel verlangt, dann könnte man einen Überschuss erwirtschaften und somit Schuldentilgung, na, dann wird ja Geld vernichtet, wie wir wissen. Geld entsteht als Schuld und Geld wird bei der Tilgung der Schuld wiederum vernichtet. Wenn wir alle Schulden zurückzahlen, haben wir in einem Schuldgeldsystem einfach kein Geld. Dann müssten wir alle nachdenken, wie wir ein Geldsystem neu erfinden. Wie wir das also neu gestalten, sodass wir in Wohlstand und ohne, dass wir uns die Köpfe und Schädel einschlagen, miteinander leben können. Also die Schulden können exponentiell steigen, bis dann halt so wie, ich sage mal, in den Zeiten dann halt eine Semmel oder ein Brötchen, ich sage mal, 1000 Euro kostet. Dann haben wir also diese Zeiten also der hohen Inflationierung, die früher oder später kommen wird, kommen muss, wenn so viel Geld im Umlauf ist. Und die Krux ist eigentlich die, dass dann natürlich kein Mensch mehr die Zinsen bezahlen kann,
weil sie die Steuern ja nicht unendlich erhöhen können. Na gut, ich denke, wir kommen mal langsam zum Ende der Sendung. Das reicht eigentlich erstmal für heute. Es war ein sehr interessantes Gespräch, auch ein sehr langes. Herr Pregetter, Ihnen danke ich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Aber Sie bleiben ja noch ein bisschen, um Hörerfragen zu beantworten. Und solange gibt es da noch Musik. Jan, ich hoffe, du hörst mich jetzt. Okay, ich danke auch, dass ich hier meine Meinung darlegen durfte und freue mich vielleicht auf weitere Fragen. Ich hab alles in der Hand und beginne es zu lenken, wie der Bundestag das Hanf und bring es langsam unter Menschen. Wir werden verarschlich, weil ich das täglich sehe. Schuldet unser Geldsystem, frag doch mal die EZB. Was geht hier ab? Ja, man tanzt uns auf der Nase rum, ob nur beim Klimawandel oder doch in all den Wahlbüros. Ich rauch ne Wahlbüro und finanziere den Untergang, gesteuert durch Konzerne, dann durchgeführt vom Bundestag. Die Welt ist wunderbar und alles kommt so unerwartet. Stasi 2.0, Digga, das ist erst die Unterlage. Ja, ihr glaubt mir nicht, guckt auf die NPD, er guckt dort auf die Führung und vergleicht es mit dem BND. Das ist Eugenik, scheißt ihr wollt die Welt rassen rein. Dazu braucht man Kontrolle über Medien und Massenhype. Man muss die Angst schüren und braucht einen schwarzen Club, damit die Leute sehen, nur Gesetze bringen den wahren Schutz. Ich bin der König, das ist ganz alleine meine Welt, denn ich bin doch Bankier, heißt ich druck und verleih das Geld. Ich bin Diktator und dabei eine Honigfresse, ja ich raub euch aus, ey, und ihr findet mich so ganz nett. Ich bin der König, das ist ganz alleine meine Welt, denn ich bin doch Bankier, heißt ich druck und verleih das Geld. Ich bin Diktator und dabei eine Honigfresse, ja ich raub euch aus, ey, und ihr findet mich so ganz nett. Auch diese Regierung plant Aktion mit falschen Flaggen, das ist Standard in der Welt und bekannt sind Massenhafte. Der Brand des Reichstags und die Attacke Polens sind zwei Beispiele für sowas und nicht nur blanker Hohn. Das ist die Wirklichkeit und nicht nur so ein Verschwörungsscheiß. Operation Gladio, die NATO und der Bürgersteig. Das ist die World of Life und sie ist mörderisch. Denn Tote säumen den Weg, das nicht bildlich, sondern körperlich. Es ist schon richtig, Alter, Geld regiert die Welt. Und das Geld regieren wenige, bis es vor uns zerfällt. Das ist gewollt, genau wie inszenierter Terror. Man erzählt uns allen Scheiße, ja und ihr findet den Mentor. Ich könnte kotzen, was ihr von euch gebt, sind Heucheleien. Ihr seid verlogen, ich schrei Hände hoch und Feuer frei. Bis ihr zu Boden sagt, denn jeder wird gefordert. Welcome motherfucker to the new world order. Ich bin der König, das ist ganz alleine meine Welt. Denn ich bin doch Bankier, heißt ich druck und verleih das Geld. Ich bin Diktator und dabei eine Honigfresse. Ja, ich raub euch aus, ey, und ihr findet mich so ganz nett. Ich bin der König, das ist ganz alleine meine Welt, denn ich bin doch Bankier, heißt ich druck und verleih das Geld. Ich bin Diktator und dabei eine Honigfresse, ja ich raub euch aus, ey, und ihr findet mich so ganz nett. Dr. Gregor Gysi ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. G8 ist nicht legitimiert. G8 spielt sich als Weltregierung auf. Es gibt keinen einzigen Beschluss der Organisation der Vereinten Nationen, die das legitimiert. Verstehen Sie? Das ist einfach so entstanden, um Weltpolitik zu machen, und zwar an der UNO vorbei und ohne die UNO. Und das ist nicht legitim und da ist auch der Protest legitim. Worüber sollten Sie reden? Sie könnten über die Beendigung der Kriege im Irak und in Afghanistan reden. Was soll denn die ganze Theorie, die diesbezüglich aufgestellt worden ist, dass das ein wichtiger Krieg gegen den Terror sei? Also, mal sollte man diese Dinge beenden und zurückkehren auch zum Völkerrecht. Ich sage das hier nochmal ganz klar. Der Krieg gegen Jugoslawien, der Krieg gegen Irak, die Operation Enduring Freedom sind und waren alle völkerrechtswidrig. Ja, das muss ich Ihnen mal sagen. Vorbeuger wissen, was das bedeutet. Da wird jemand in Haft genommen, dem nicht einmal eine Straftat vorgeworfen wird. Sie nehmen dem bis zu 14 Tagen die Freiheit für gar nichts. Nur weil Sie sagen, ihr könnt ja vielleicht mal eine Straftat begehen. Ich bitte Sie, das ist überhaupt nicht hinnehmbar.